Hallo YouTube. Ja, Pleitegeier Diego ist wieder auf der Hallig. Und was macht man, wenn man keine Kohle hat? Missionen machen. Ne? Ich habe auch gleich mehrere Missionen gestartet. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist also ich habe eine Mod drin, dass ich das Stroh auch nochmal ausschlachten kann. Aber ja, ich müsste alles in HD ballen und ich weiß auch nicht wohin und hast nicht gesehen. Ich habe Strohballen erstmal aus, weil ich habe auch Zeit schon auf Null. Ich schaffe das alles nicht. Das ist alles ein bisschen viel. Gerade am Anfang geht das ja alles Hals über Kopf. Ne? Ich muss dann auch feststellen, dass ich anderes Hühnerfutter brauchte. Das habe ich mir dann auch noch schnell eben besorgt beim Jans, weil ich ja mit Mais Plus spiele. Ne? Das normale Hühnerfutter ist ja quasi nur Weizen. Ist bei Mais Plus jetzt nicht so spannend. Kann man machen, aber ne, besser ist natürlich das Original Mais Plus Hühnerfutter. Das habe ich auch geändert. Ich weiß gar nicht, wie es original eingestellt ist. Auf jeden Fall, ich habe das so eingestellt bei mir, dass ich das Mais Plus Hühnerfutter als Vollfutter nehmen kann. Also da gehen wirklich alle vier Slider, sagen die dazu. Na, ihr wisst, diese Balken. Gehen dann gleichzeitig hoch, ist also ein vollwertiger Futterersatz. Muss man natürlich kaufen, ne? Muss man gucken, wann die ersten Eier da sind, dass ich die verkaufen kann. Ich habe auch noch, wenn wir gerade bei Verkaufen sind, ich habe noch gar keinen Milchtrailer. Ich weiß doch gar nicht, wie ich das mit der Milch machen kann. Da ist zwar bei der Map ist ein Milchtrailer dabei, also man hat den noch nicht, aber man kann ihn kaufen. Ist der Standard-Wassertrailer umgemünzt auf Milch. Aber die beiden haben leider das Dreieck nicht rausgenommen. Ja. Und jetzt bin ich überlegen, nimmst du es trotzdem? Oder soll ich vielleicht das Dreieck rausmachen? Eben ist ja ganz einfach, muss ja nur die Zeile mit der Big Tree Angel da ausblenden. Das ist ja keine Wahnsinnsgeschichte. Aber man muss es halt machen. Ne? Wobei, ich habe eben wieder viele YouTube-Videos geguckt. Und welches Video war das denn jetzt? Worum ging es da? War das der irgendein so ein Graf von Rotz? Keine Ahnung, irgendein Adeliger hat irgendwie einen riesigen Betrieb zusammengekauft von was weiß ich, von 60 Hektar auf 1000 Hektar. Mit Biogas und so weiter und so fort hat er das Hauptbusiness gemacht. Und der hatte eine New Holland, also in Deutschland, eine New Holland Presse mit diesem abgrundhässlichen Dreieck hinten dran. Und da habe ich noch gedacht, ja, ist das jetzt, kommt das jetzt in Deutschland auch so? Oder hat er die im Ausland gekauft und wollte das Ding nicht abschrauben, weil er es so toll fand? Weil ich mag diese Dreiecke überhaupt gar nicht, ne? Ich habe das ja schon öfter gesagt, bei uns in Deutschland ist es normalerweise so, wenn du ein Warndreieck aufstellst, hast du eine Panne. Ja, ich fahre noch nicht die ganze Zeit mit so einem Pannegerät durch die Gegend. Also ich komme da, also vielleicht wird das ja auch Standard in Deutschland, ich weiß es nicht. Na, wie gesagt, was man kennt, sind die kleinen Dreiecke an Anhängern. Ne? Alle Anhänger müssen dreieckige Reflektoren haben, ne? Damit man weiß, ist ein Anhänger. Ne? Zugfahrzeuge brauchen das nicht, aber Anhänger müssen dreieckige Reflektoren haben. Aber jetzt So ein riesen Warndreieck da hinten dran knoten. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Müssen wir gucken, wo ich überhaupt hin muss. Wo sind wir denn? Wir haben, nee, den anderen. Wo willst du denn hinhaben? Verkaufsstelle Bauer? Was für eine Verkaufsstelle Bauer? Ich bete, dass der blinkt. Was du? Verkaufsstelle Bauer, okay. Okay, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Das schaffen wir eben auch vielleicht. Ich gucke mal. Sound ist ein bisschen leise, der geht aber. Sound ist nur bei mir leise, weil... Ach so. Ich hatte den eben... hatte ich irgendeine laute Maschine am Start, dann ziehe ich das mal runter hier. Aber das ist ja schön, ne? Dass man das einstellen kann hier. Also... Ich habe ja auch dieses... dieses Stream Deck mit den Potis dran, da geht das ja auch mit, aber anders. Ne, die machen das ja digital. Also die regeln den Sound dann wirklich runter. Ich weiß aber gar nicht, ob das dann auch die Aufnahmelautstärke verändert.
Weil bei mir ist es ja so, dass ich mir quasi das Signal, also gut, ich mache das digitale Signal erstmal analog, das ist ja nicht schlimm, aber ich zapfe das quasi an, quasi das Audiosignal und schicke das über ein Mischpult und kann es dann lauter und leiser machen, so wie ich möchte. Aber das Aufnahmeprogramm nimmt ja das originale Digitalsignal und der merkt gar nicht, ob ich lauter oder leiser mache, ne? Jetzt weiß ich aber, wie gesagt, nicht, wie das ist bei dem Stream Deck, ob dann die Aufnahmelautstärke sich verändert. Weil der schiebt richtig die Regler hoch und runter. Ne? Man hat ja auch so ein kleines Mischpult bei Windows dabei. Und dann sieht man das, dass wenn man an dem Rädchen dreht, dass der Schieber hoch und runter geht. So. Oh Mann. Vielleicht haben wir nachher am Ende des Tages noch ein bisschen Tritikale übrig. Hätte ich auch nichts gegen. Aber ich habe noch eine zweite Mission angefangen, bin ich auch schon dran. Mit Ballen wickeln. Ich will hoffen, dass das klappt, dass ich ein, zwei Silageballen übrig habe, ne? Wäre natürlich ein Träumchen. So, das müssen wir auch mal halbwegs. Das muss ich alles nachher mit der Schippe wieder, weißt du? Ist ja auch doof, ne? Sehr schön. Ich habe eben auch Kuxland Agrar geguckt und der hat Sachen übernommen von einem anderen Landwirt, hat dann so ein ganzes Paket an Geräten gekauft und hat die dann rübergebracht, ne? Und dann ist der mehrfach gefahren, obwohl er eine Fronthydraulik hatte. Also ich hätte ja in-game die alte Futterraufe, also dann wer das Video gesehen hat, ne? Aber ich denke, viele gucken Kuxland Agrar-Videos, ne? Das ist doch eigentlich auch recht beliebt, oder? Täuscht mich da. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hätte ich die alte Futterraufe vorne in die Gabel gehängt, die Spritze in die Fronthydraulik und dann hinten dran den Anhänger. Wisst ihr, so wäre ich gefahren, ne? Aber im echten Leben scheint das gar nicht zu gehen, ne? Also, das ist MLS, ja. Ich weiß doch gar nicht, ob es rechtlich überhaupt geht. Ne? Also beim Gabelstapler-Führerschein lernt man ja zum Beispiel, dass die Sicht nach vorne immer frei bleiben muss. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Großes vorne auf der Gabel habe, das ich nicht gucken kann, muss ich rückwärts fahren. Ne? Jetzt weiß ich aber nicht, wie das ist beim Trecker, wenn man jetzt die Anbauspritze, das war jetzt keine Riesenspritze, ne? Wenn man die jetzt vorne reinhängt und die Arme waren so über Kreuz, die hast du dann natürlich vorne vor der Optik, ne? Über den Tank kannst du vielleicht noch drüber gucken, aber wäre das, also rein von der Rechtslage her, wäre das überhaupt erlaubt? Oder macht man sich damit strafbar, ne? Das würde mich mal interessieren, weil, wie gesagt, im LS hätte ich so gemacht, aber da kann man mal sehen. Ja, der LS ist halt ein Computerspiel und Kuxland Agrarvideos ist das echte Leben. Ne? Das darf man ja auch nicht verwechseln. Ne? Wir tappen mal durch die Geräte. Hier sind wir nämlich. Hier sind wir. Das machen wir nebenberuflich noch. Ballenpressen. Ne? Ich bin am Gucken. Also wir müssen auch irgendwas, müssen auch Thumbnailern. Machen das mal. Sonst habe ich nachher wieder kein Thumbnail. Ihr kennt mich, ne? Ich will hoffen, dass der das hinkriegt, dass die... hoppala, das ist schon voll. Dass die Windräder nicht zur Wiese gehören und dass ich trotzdem so viel Überschuss habe, dass ich mir noch ein paar Ballen an der Seite legen kann. Das wäre ein Träumchen. Und da, ja, wie gesagt, müssen wir mal schauen. Ansonsten das nächste Thema, was ich noch habe, sind Drübchens. Da muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. Aber erstmal muss ich Geld verdienen, ne? Ich weiß nicht, ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber grob über den Daumen müsste ich, wenn ich alle Missionen erfolgreich abgeschlossen habe, meinen Kontostand ungefähr verdoppelt haben. Reicht auch noch nicht wirklich für alles, ne? Müssen wir mal gucken. Oder wir können mal gucken. Ich habe schon ein bisschen Acker noch dabei gekauft. Ich habe hier hinten den Acker gekauft, weil da halt Rübchen schon drauf sind. Damit meine Mokos ein bisschen Rübchen kriegen, ne? Ich habe die beiden kleinen Erweiterungsflächen schon mal dabei gekauft. Hier ist noch nicht, dauert noch ein bisschen. Aber sobald das erntereif ist, ich weiß gar nicht genau, was da drauf ist, Raps oder so, ich müsste nochmal nachgucken, werde ich das auch wieder einsehen in Wiese, damit ich hier Wiese habe. Da habe ich noch ein bisschen Grünstreifen, ist aber nicht dolle. Ich habe hier mein Dreiecksfeld und die Koppel. Das muss mir,
Wo haben wohl die Stimme hin? Hallo? Bist du schon unterwegs? Ich muss gleich erst arbeiten. Bleib mal ruhig. Ist alles ein bisschen wenig, ne, an Wiese, ne? Bis ich mir das fette Viech hier leisten kann, muss ich mal schauen, ne? Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob das Spiel das hinkriegt, dass ich trotzdem genug Ertrag habe. Ja, ansonsten, die Rübchen werden noch ein Thema, ne? Wir haben jetzt, für Rüben haben wir noch nichts, ne? Sämaschine habe ich auch lieber die andere, aber müssen wir gucken, ne? Mähtechnik und so. Achso, den kleinen Ladewagen habe ich noch gegönnt, weil ich werde wahrscheinlich dann ein Grassilo machen, ne? Mais. Erstmal noch ein Mais. Oh, da müssen wir mal gucken. Ah, genau, das war das Thema. Ich habe ja ein Maisfeld und ich werde auf jeden Fall den Mais nicht dreschen, sondern häckseln. Und ja, werde ich mir wahrscheinlich den kleinen Pöttinger ausleihen müssen, weil alles andere funktioniert ja nicht. Ich habe das ja getestet schon mal in einem anderen Spielstand. Dass diese gezogenen und so funktionieren scheinbar nicht mit dem Helfer. Es funktioniert nur er hier mit dem Helfer zusammen. Ne? Also die würden auch funktionieren, habe ich vergessen rauszunehmen. Die brauche ich nur für den Xerion, Settle Track. Nein, aber er hier. Er müsste mit Helfer funktionieren. Werde ich auch so nehmen, wie er ist, nicht als Beifahrer quasi. Und will hoffen, dass dann der Helfer mit dem Drehschemel da zur Rande kommt. Ne? Wenn es gar nicht geht, muss ich nebenher fahren. Geht vielleicht auch. Müssen wir mal gucken. Ist ja nicht viel, das Feld. Ich denke, ich werde mir den auch ausleihen. Ich werde den nicht kaufen. Ja, und das nächste Thema ist dann die Rübchenernte. Ich muss ja auch irgendwie die Rübchen aus der Erde kriegen. Ich dachte dazu. Da ist er. Dachte da zuerst, wir nehmen Ibsen hier. Dann habe ich die alle wieder auf dem Boden liegen. Dann muss ich das alles mit der Gabel wieder zusammenraken. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde den mal ausprobieren. Ich habe den noch nicht getestet. Der sah auf jeden Fall wild aus. Ich will hoffen, dass ich da meine Rübchen ernten kann. Für meine paar Mukus. Ne? Der will auch 80 Ponys sehen. Ey. Das ist gewaltig. Schafft mein jetziger Fan, schafft das. Nur wir wollen ja eigentlich ein bisschen kleiner werden, wenn das hier erstmal läuft. Ne? Das soll ja so ein bisschen so auf Youngtimer, Oldtimer-Basis sein. So schön gechillt, auf Entspannung alles hier ein bisschen. Ne? Wir wollen uns hier keinen Stress reintun. Hier ist Nordsee. Nordsee ist bei mir Urlaub. Ja, entspannt sein, eine gute Zeit haben und so. Ne? Das ist hier das Thema. Und so möchte ich die Map auch spielen. Fällt mir gerade ein, was jetzt noch witzig wäre, wäre eine Mallorca-Map. Ne? So hat es jetzt noch nie gegeben. Ne? Also Mallorca ist ja nicht gerade eine kleine Insel im Mittelmeer. Und die haben auch Landwirtschaft da. Ne? Und also die haben auf jeden Fall, weil ich sehe halt immer die ganzen Ballen, die ganzen Rundballen auf dem Acker liegen, die haben auf jeden Fall Getreide. Was die jetzt genau anbauen, weiß ich nicht, ob das jetzt Weizen ist oder Gerste oder so. So genau habe ich noch nie geguckt. Aber auf jeden Fall haben die Landwirtschaft. Ne? Die machen auch sowas ähnliches wie Heu da für die Pferde. Ne? Und so diese Olivenbäume und Mandelbäume sieht man immer weniger. Ne? Wir hatten mal so eine Führung. Das war auch eine lustige Tour, war das auch im Nachhinein. Meine Frau wird es nicht nochmal wieder machen. Ich würde die Tour so nochmal buchen. Außer dieses tolle Tor zum Paradies. Das braucht wirklich kein Mensch. Ne? So hieß die Tour auch, ne? Tor zum Paradies. Ist das ein kleiner Verkaufsstand am Pöppis der Welt? Den braucht wirklich keiner. Kein Mensch braucht das. Aber der Weg dahin war so geil. Ja, und der hat dann so ein bisschen was erzählt, der Typ, wenn wir dann in den Feldern vorbeigekommen sind, was da wuchs. Da wuchsen auch noch andere Sachen. Ich habe schon wieder vergessen, was die da noch geerntet haben. Ja, und der sagte halt auch, dass das mit den Mandelbäumen. Die Bauern kümmern sich nicht mehr um die Bäume. Also die stehen da zwar noch, die reißen die nicht weg, die lassen die stehen, aber die werden nicht mehr beschnitten, nichts und die werden auch nicht geerntet. Also wenn da Mandeln drankommen, ja, dann kommen da halt Mandeln dran. Aber das interessiert die nicht, weil die Mandelpreise so im Keller sind. Also die kriegen einfach die Erntehelfer nicht bezahlt von dem, was so eine Mandel kostet. Ne? Ja, ist doch schade, oder das, was die für eine Mandel kriegen. Nach einem Laden ist die Mandel natürlich schön teuer, ne?
Aber der Bauer will ja auch Geld haben, auch für seine Mandeln will der Geld haben. Ne? Sagt, ach, das war übrigens, das war so eine lustige Reise, war das. Wirklich sehr lustig. Also mit so einem Bus durchs Tramontana-Gebirge muss man mal gemacht haben. Das war sehr interessant. So, aber jetzt reden wir schon wieder von meinem Urlaub. Ja, es geht nicht daran, weil ich in ein paar Tagen wieder rüberfahre auf die Insel. Und man ist natürlich auch in Vorfreude. Wir fahren aber auch wieder zur Nordsee, keine Angst. Aber Nordsee machen wir immer vor Saison, ne? Vor oder nach Saison immer, weil dann weniger los ist. Und das ist mit unserer Vauzeline, die ist nicht so sozialisiert. Die reagiert sehr, sehr empfindlich auf andere Vierbeiner. Und ja, Vor- und Nachsaison sind halt weniger da. Ne? Wir sind mal in der Hauptsaison bin ich mal einmal da gewesen, nie wieder. Ne? Junge, so viele Menschen. Also da ist wirklich, also das ist gar kein Vergleich. Ne? Vorsaison und Nachsaison, was das ein Unterschied ist an Menschenmassen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Naja, aber wie gesagt, dann ist chillig. Da fühlen wir uns am wohlsten und die Vauzeline natürlich auch. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Diego ist draußen. Habt euch lieb.